Herzlich willkommen im Gottesgarten am Obermain. Ins Land der Franken fahren hat Viktor von Scheffel hier auf Kloster Banz geschrieben. Und wenn Sie im Hintergrund schauen, dann sehen Sie, dieser Landkreis Lichtenfels, übrigens der kleinste in Bayern, hat einiges zu bieten. Wir wollen Sie mitnehmen auf eine Reise. Wir wollen Ihnen anbieten, wie man hier leben kann, dass man hier leben kann. Übrigens auch bei niedrigen Bodenpreisen, dass man hier günstig leben kann. Es ist der Landkreis mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten in Bayern. Trotzdem sind wir verkehrsmäßig optimal erschlossen. Sie sind auf Straße und Schiene gut angebunden. Aber vor allem haben wir Ihnen eins zu bieten: Lebensqualität. Sie finden hier alle Freizeitmöglichkeiten an unseren Seen. Sie haben gut ausgewiesene Wander- und Radwege. Sie können natürlich auch Ihre Freizeit entsprechend verbringen in unseren Brauereigaststätten. Die höchste Brauereidichte der Welt lädt Sie ein und Kunst und Kultur sind im Landkreis Lichtenfels nirgends weit weg. Gehen Sie mit auf diese Reise, lassen Sie sich inspirieren. Hier lässt sich's leben. Landkreis Lichtenfels, das ist der Gottesgarten. Hier hinter mir in 14 Heiligen hat Balthasar Neumann gewirkt und neben ihm die größten Baumeister ihrer Zeit, die Gebrüder Dinsenhofer, am Kloster Banz errichtet. Aber Landkreis Lichtenfels hat mehr zu bieten als dieses Dreigestirn Kloster Banz, 14 Heiligen und Staffelberg und die Flussaue dazwischen. Wir haben den Kottigast im Bereich Weißmain, wir haben den Hohen Jura, er lädt zu Wanderungen ein. Radtouristen haben bei uns alle Möglichkeiten. Gut ausgeschilderte Wander- und Radwege laden dazu ein, diesen Landkreis zu erkunden, der so viele Seiten hat. Und ganz wichtig, schließlich sind wir in Franken, eine schöne Einkehr in einem gemütlichen Gasthaus. Das ist eine Infrastruktur, die uns niemand nachmacht. Hier am Obermain kann man auch entspannen, kann sich fallen lassen für einen Tag, zum Beispiel in unserer Obermain-Therme, eines der besucherstärksten Thermalbäder in ganz Bayern und mit unserer 5-Sterne-Premium-Sauna ein Erlebnis auch für Sie. Der Landkreis Lichtenfels ist auch Wirtschaftsregion. Bei 68.000 Einwohnern haben wir 26.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Eine unserer Topfirmen ist die Hofmann-Gruppe, der erste bayerische Innovationspreisträger, und in deren Räumen befinde ich mich gerade. Wie alle oberfränkischen Landkreise hat auch Lichtenfels einen Strukturwandel hinter sich. Wir hatten eine Monokultur im Bereich der Polstermöbelindustrie. Und das haben wir überwunden mittlerweile und haben starke Leistungsträger im Bereich Automotive, Zuliefererbereich. Wir haben große Firmen und mehrfach auch Preisträger bei Bayerns Best 50. Und unser weiteres wirtschaftliches Standbein ist neben dem Versandhandel in zunehmendem Maße die Logistik. Das liegt natürlich an einer guten Verkehrsinfrastruktur auf Bahn und Schiene. Das liegt aber auch an motivierten und leistungsbereiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Landkreis Lichtenfels ist auch Bildungsstandort. Von der Grundschule über die Mittelschule bis zum Gymnasium und berufliche Schulen haben wir ein Angebot, das Sie sich unter www.landkreis-lichtenfels.de näher anschauen sollten. Unsere Schulen sind vorbereitet, die Talente und die Anlagen ihrer Kinder mit einem breiten Angebot zu fördern.